Viele von euch wissen ja bestimmt, dass es das One Mic Stand bald rauskommt. Teddy Teclebrand präsentiert. Herzlich willkommen zu One Mic Stand. One Mic Stand, ein Comedian, bringt irgendeinem Menschen aus dem öffentlichen Leben Stand-Up-Comedy bei. Wir fordern alle Lehrerinnen und Lehrer auf, dass sie bei mir auf der Bühne auftreten. Ich habe ein paar Lehrerinnen, die mich geprägt haben und auch Lehrer. Das heißt, wenn ihr da so eine Person habt, bei denen ihr immer denkt, so ey, krass, die sind so besonders, das, was sie uns erzählen, wäre eigentlich cool, wenn die es auf einer großen Bühne erzählen, dann könnt ihr euch bewerben. Halt die Fresse! Die neue Comedy-Serie One Mic Stand. Comedian für eine Nacht. Ja, und dafür habt ihr mich beworben. Hey, es ist live. Schön, euch zu sehen. Ja. Ich freue mich, dass du am Wochenende bei mir auf der Bühne bist. Dann kann ich ein bisschen Pause machen. Ja, ich weiß. Ja. Wenn du da auf die Bühne gehst, ja, so knapp 9000 Leute oder so, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, dann renn einfach. Das war die offizielle Einladung zu One Mic Stand. Schönen Unterricht euch. Und jetzt überlegen wir gemeinsam ein paar schöne Geschichten, die wir erlebt haben. Von Hey Likas habe ich gelernt, an mich zu glauben, weil ich damit immer Probleme hatte. Weil er nicht schnell aufgibt, also er kämpft um eine Sache. Also wenn der es will, dann muss es gehen. Und mit diesen Ideen, die ich mit euch gesammelt habe, werde ich jetzt mein Stand-up vorbereiten. Er versteht unseren Spaß. Er hat Humor, so seinen eigenen Humor. Er ist so ein Star für mich, deswegen soll er es nicht so auf der Bühne auch noch zeigen. Deswegen hat er auch diese Bühne verdient und er ist es wert, gehört zu werden. Grüß dich. Hi, Teddy. Schön, dich zu sehen. Ja, danke, auch so. Ist alles deins. Heute Abend darfst du hier zerlegen. Bisschen größer als der Klassenraum. Du kannst mir kurz erzählen, was du vorhast heute Abend. Ja, ich will erstmal damit starten, dass ich erkläre, wer ich überhaupt bin. Dann will ich darauf eingehen, was ich so als Lehrer so für witzige Sachen in der Schule manchmal erlebe. Und er kam dann an und hat mir dann so, ich versuche dann immer sehr in meiner Lehrerrolle zu bleiben und so. Aber er hat in mir anscheinend so einen Kumpeltypen gesehen. Ich sag dann so, hallo, mein Name ist Elikös. Und er so, hallo Bruder, mein Name ist Blerren. Ja. Willst du das am Ende erzählen oder am Anfang? Am Anfang? Ja. Also mittendrin. Okay, das schneiden wir raus. Wenn du da oben bist, lass dir Zeit. Die Pausen sind wichtig da. Mhm. Und der Schüler hat sich dann gemeldet, da habe ich dann drangenommen. Ich so, ja bitte. Und dann wollte er tatsächlich von mir eine Shisha mit Doppel-Apfel-Geschmack. Na. Na. Ich weiß das nicht. Als ich am ersten Tag in der Schule war, hat der Hausmeister mir so einen Besen in die Hand gegeben, weil er dachte, ich wäre der neue Putzfrau. Mhm. Ja. Putzmann. Putzmann, das stimmt. Den mag ich aber. Ich würde die Stärksten, nur die Stärksten immer nehmen. Okay. Ich werde dich anmoderieren und dann erzählst du die Geschichten. Mhm. Und dann machst du noch mal eine Klammer am Ende, sagst du noch mal deine Message als Lehrer, was du gerne da rausbringen willst, weißt du? Das ist auch das Ding, du hast echte Geschichten und dann schmückst du die noch ein bisschen, damit die Kraft haben. Ja. Geil, das wird super, ich freue mich. Ja, danke. Du musst genießen da oben. Ja. Denke mir, es sind nur Menschen, die funktionieren mit Liebe. Was geht ab, Siri? I think I got this. Wenn du da oben bist, lass dir Zeit. Die Pausen sind wichtig. I think you got this. Just one burden. Ich denke, wir sind nur Menschen, die funktionieren mit Liebe. Was machst du hier? Verpiss dich einfach. One step to overcome. Yeah. Ich bin ein Freak. I think I got this. Sag Bescheid, wenn du da bist, ich mach Tür und Tür. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem Teil der Show. Ein Lehrer, der sich vorgenommen hat, der Lehrer zu sein, den er selber gebraucht hat. Geben Sie mir einen riesen Applaus für Hüse. Ich
Ich weiß, ich sehe nicht aus wie der typische Lehrer und mir passieren deswegen auch immer wieder witzige Sachen im Leben. Ich werde für alles gehalten, Türsteher, Security, selbst Gemüsehändler. Als ich das erste Mal zum Beispiel in der Schule war, kam der Hausmeister zu mir und hat mir so einen Besen in die Hand gegeben, weil er dachte, ich bin der neue Putzmann. Ich persönlich finde, der Elternsprechtag immer am witzigsten. Ich habe einen Schüler namens Marwan und Marwan saß dann zusammen im Elternsprechtag mit seiner Mutter und die Mutter kann nicht so gut Deutsch. Da rede ich immer langsam, extra viel mit Mimik, Gestik und sagt der Mutter dann so, ihr Sohn hat in Mathe leider eine 5 geschrieben. Er übersetzt, aber der weiß nicht, dass ich auch ein bisschen Kurdisch verstehe. Und Mama, ich habe in Mathe eine 1 geschrieben und das insgesamt 5-mal. Hart arbeiten und fleißig sein, kriegt überall auf der ganzen Welt in allen Bereichen Respekt. Nur nicht in der Schule, da werden diese Kinder Streber oder Schleimer genannt. Aber scheiß drauf, was andere sagen. Nimm dein Leben zu 100% in deine eigene Hand und jag deine Träume. Zum Schluss habe ich auch einen ganz kleinen Traum. Ich bin Lehrer, weil unter anderem gibt mir das sehr viel Energie, wenn ich 30 Schüler vor mir habe, die mir jeden Morgen Guten Morgen, Herr Elitös, wünschen. Und ich würde mir vom tiefsten Herzen wünschen, dass ihr zu diesen Kindern Guten Morgen, liebe Kinder, sagt. 1, 2, 3. Guten Morgen, Herr.